Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp und heute traden wir mit Spielern aus der australischen Liga und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und unterstützen und dann starten wir jetzt direkt rein in den Trading-Tipp. Also, es gibt ja die neue Top-Partie Melbourne gegen Sydney und da braucht man eben Spieler aus der australischen Liga und deswegen sind die alle gestiegen. Ich zeige euch mal schnell, dass hier wirklich jeder Spieler mindestens 450 Münzen wert ist, wie ihr hier gerade sehen könnt und deswegen snipen wir uns die Spieler einfach für 350 Münzen und ihr müsst halt wirklich schnell sein. Hier war ich gerade natürlich zu langsam, da habe ich mich einfach verdrückt, aber wenn ihr halt gut snipen könnt, dann könnt ihr da wirklich sau schnell und sau einfach Coins machen. Vor allem die Coins, die habt ihr ja dann direkt, weil wenn ihr die Spieler verkauft, verkaufen sie sich ja auch direkt, weil man die eben gerade für die Squad Building Challenge braucht. Und ich probiere hier mal einen Spieler zu snipen. Also wie gesagt, man muss echt richtig schnell sein. Und hier haben wir einen bekommen für 300 Münzen waren es, glaube ich. Und meistens sind die dann sogar über 500 Münzen wert. Also ihr seht es hier, den können wir so locker für 500 Münzen reinstellen. Das sind 200 Münzen Gewinn. Und das ist eigentlich auch schon die Trading-Methode. Und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Ihr könnt das Ganze natürlich auch variieren. Und zwar zum Beispiel Verteidiger nur suchen. Die sind natürlich noch mehr wert als die anderen, zum Beispiel als ein linker Flügel. Ihr seht es hier, die gehen da schon richtig hoch rauf im Preis. 2500, da gehen wir mal ein bisschen runter. 2400, ja okay, für 2400 dürfte man jeden wegbekommen, aber für 2000, ja okay, hier, den könnten wir direkt mitnehmen, aber ich glaube, der wurde jetzt schon weggekauft. 2300, okay, für 2300 kann man auf jeden Fall jeden verkaufen, das heißt, ja, da muss man die EA-Gebühren natürlich einberechnen. Ich würde sagen, wir gehen einfach safe auf 2000 Münzen runter und versuchen da auf jeden Fall auch zu snipen. Also das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Ja, hier bekommen wir direkt einen für 2000 Münzen. Okay, das geht sogar fast besser als der vorherig gezeigte Tipp, sage ich mal. Also das könnt ihr natürlich auch machen. Ich stelle ihn jetzt hier für 2300 rein. Das sind 300 Münzen Gewinn, da muss man natürlich die EA-Gebühren noch abziehen. Aber das sind auf jeden Fall richtig leichte Trading-Tipps, die ihr im Moment machen könnt mit dieser Liga. Das könnt ihr natürlich mit Mittelfeldspielern auch noch machen und mit Stürmern. Da haben die natürlich dann alle eine andere Preisspanne, sage ich jetzt einfach mal. Also die Stürmer sind, wie ihr hier sehen könnt, nicht wirklich viel mehr wert als alle Spieler. Die Mittelfeldspieler sind aber mehr wert, wie ihr gerade sehen könnt. 1700, 1400 haben wir gerade gesehen. Das heißt, wir gehen so auf 1200, da gibt es keine mehr. Für 1300 könnt ihr jeden Spieler verkaufen. Das heißt, wir gehen runter auf 1-1 und dann snipen wir wieder. Also das ist wirklich eine sau einfache Methode, die ihr im Moment machen könnt. Und ja, Freunde, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Checkt gerne noch die Videobeschreibung ab für günstige FIFA 17 Coins. Den ersten Link für MMOGA PSN-Cards zum Beispiel, die gerade vergünstigt sind. Könnt ihr auch gerne den zweiten Link, glaube ich, abchecken. Ich bin mir nicht sicher, ob es der zweite oder der dritte ist. Auf jeden Fall könnt ihr das auch gerne noch abchecken. Und ja, Freunde, ansonsten war's es jetzt mit dem Trading-Tipp. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier haben wir noch schnell einen Spieler bekommen für 1100 Münzen. Das heißt, den stellen wir so rein für 1,3. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.